Ulrich, das verführerisch, das ist Rosmarin. Das ist unseren Zuschauerkopf von Paula, von Paul. Und heute wird's richtig spannend. Es gab ja gestern ein Unentschieden. Beide sind wieder da, deswegen Topfgeldjäger. Eure Zeit, die läuft ab jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Name Steffen die Rippe Hensler. Ja, immer noch angeschlagen, aber immer noch da. Zu einem Überfluss habe ich mir, keine Ahnung, wie das bei diesem Wetter passieren kann, auch noch einen Schnupfen eingefangen. Ja. Und das Schlimme ist, mit einer gebrochenen Rippe kann man ja noch richtig ausschnupfen. Oh, das ist furchtbar. Aber Sie sehen, nichts hält mich auf. Nichts, aber auch gar nichts für Sie, diese Sendung zu moderieren. Verstehen Sie? Ja. Und der Warenkorb heute, ein Zuschauerwarenkorb, schauen Sie mal, von diesem Jungen her, und zwar von Paul Heubel aus Hamburg. Yeah. Ja. Der Paul hat sich mal Gedanken gemacht und er hat uns einen Warenkorb eingeschickt, da muss man wirklich sagen, Hut ab, der hat es richtig in sich. Und zwar geht's los mit Drillingen, diese kleinen süßen Kartoffeln. Dann für den Hauptgang vorgesehen das Lammkarree. Das könnte man würzen mit dem frischen Rosmarin, den wir haben. Als Gemüse Romanesco. Direkt daneben haben wir kleinen, feinen Babyspinat. Dann Schwarzwälder Schinken. Komm Richtung Dessert hier oben mal kurz. Sahnequark. Erdbeeren haben wir auch dabei. Hier unten haben wir Pecorino, der feine würzige Käse. Orangenlikör. Weiße Schokolade. Und die Zutat des Tages. Puderzucker. Warten wir mal. So. Damit Sie es auch richtig sehen, ne? So, Christoph Daum und Diego Maradona zurück vom Fernseher. Ja, das ist nicht das, nach was es aussieht. Das ist Puderzucker. Bleibt ganz ruhig zu Hause. So, dann wollen wir gucken, unsere Top 3 Infos zu Puderzucker. Puderzucker wird durch das Mahlen von weißem raffinierten Zucker gewonnen. Doch, guck mal, sag an. Auf Platz 2. Puderzucker ist praktisch unbegrenzt haltbar und verliert weder seine Süßkraft noch seine Streufähigkeit. Voraussetzung ist allerdings, dass er absolut trocken, am besten in gut verschließbaren Dosen aufbewahrt wird. Und jetzt kommen wir zur Top-Info. Ebenso wie raffinierter Zucker, weißer Zucker, ebenso wie raffinierter weißer Zucker liefert Puderzucker Energie in Form von Kohlenhydraten. Puderzucker enthält rund 400 Kalorien pro 100 Gramm. Unsere Zutat des Tages. Ja. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ich muss kurz einen Schluck trinken, weil ich muss mittlerweile so viele Schmerzmittel nehmen, dass ich sie nur im Wasser auflöse. Das wären sonst zu viele Tabletten auf einmal. Ja? Ah, ja, sie lachen, sie lachen. Höhnisch wie sie sind, machen sich lustig über mich. Ja. Ich stehe hier im Angesicht des Todes. Ja? Aber okay, Schwamm drüber. Kommen wir zu den Damen, die jetzt schon bei 4.000 Euro sind. Unsere kochenden Zahnfeen, Sigrid und Julia. Hallihallo. Wie geht's uns heute? Gut. Gut? Sehr gut, ja. Sehr gut? Mhm. Wie war die Nacht? Auch gut. Auch gut, Julia? Alles besser. Kurz. Kurz? Mhm. Warst du unterwegs oder was? Ja. Echt? Mhm. Klein gehoben oder was? Bitte? Klein gehoben oder was? Ja. Ein bisschen. Was trinkst du? Cocktails oder was trinkst du unterwegs? Nee, Astra Bier. Was? Mhm. Das trinkst du? Mhm. Das ist wie. Wie kann man das trinken, das Zeug? Aber das ist nicht. Ich meine, wir müssen ja, weil wir öffentlich rechnen, es gibt noch Jever, Becks, was gibt's noch? Was weiß ich, Paulana, es gibt alles. Aber Astra, es ist so bitter. Das findest du lecker, oder was? Mhm.
die St. Pauli-Plöre, ja, die quälst du dir rein. Na gut. Okay. Und wie viele Knollen hast du dir denn gestern gegeben? Das verrate ich nicht. Das verratst du nicht, oder? Aber ihr zwei wart ja gestern rucki zucki dabei zu sagen, wir machen weiter. Ja. Der Warenkorb ist natürlich auch ein Traum, ne? Ja. Das ist ja für alles was dabei. Ist eine Herausforderung. Ja. Findest du? Schon. Ich finde, der ist auch toll. Super. Lamm, dies, das. Kann man richtig lecker kochen. Wie lange habt ihr gebraucht jetzt? Wie jetzt? Ja, bis ihr wusstet, welche drei Gänge ihr kocht. Gestern Abend, ja, eigentlich Stunde, halbe, dreiviertel Stunde so. War schnell klar, ne? Ja. Ja, lass mal hören, was gibt's denn? Als Vorspeise gibt's Spinatsalat. Okay. Schon wieder fast vergessen, oder? Ja, ja. Spinatsalat. Hauptgang. Moment. Okay. Was gibt's denn dazu? Einfach nur Spinatdressing, guten Appetit? Nee, wir haben uns eine Orange gewünscht. Eine und hoffen, dass wir die auch bekommen, ja. Im Quiz? Ja. Und wenn nicht? Dann gibt's was anderes. Da haben wir schon eine Ausweichmöglichkeit. Die da wäre? Ei. Aber ich verrate noch nicht wie. Ei? Mhm. Ach, pochiertes Ei? Vielleicht. Okay, ja, Quiz weiß man ja nie. Ne? Die Fragen sind heute nicht ohne, glaube ich. Aber egal. Okay. Spinatsalat mit Orange vielleicht? Oder mit Ei. Was gibt's im Hauptgang? Lammkarree. Ja. Mit Drillingen und Romanesco. Schön, wie wollt ihr die Drillinge zubereiten? Ich koche die jetzt erstmal. Ja. Dann werde ich sie wahrscheinlich schälen. Und möchte sie vielleicht, das muss ich aber erst probieren, in Rotweinsauce tauchen. Weil die Rotweinsauce zum Lamm. Aha. Und dann die so Drillinge, also drei anrichten. In Rotweinsauce? Dass die Farbe aufnehmen. Alles klar, ich verstehe. Ich muss aber probieren, wie das schmeckt. Ich hab's alles klar, da bin ich aber gespannt. Okay, und was gibt's im Dessert? Eine weiße Tarte. Eine weiße Tarte? Ja. Mit Erdbeeren, oder? Erdbeeren, ja. Okay, und was heißt eine weiße Tarte? Eine Tarte mit weißer Schokolade. Die ist ja normalerweise mit dunkler. Ja. Und aber auch die Tarte, mit welchem Teig machst du sie? Mit einem ganz normalen Rührteig. Rührteig, okay. Ja. Dann hier weiße Schokolade und Butter. Mhm. Okay. Und dazu dann Erdbeeren. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Meine Damen, das hört sich schon mal gut an. Ah. Oh ja. Wird schon besser. Wird schon besser. Kommen wir zu unserem Männerteam, die wir gestern, wie soll ich sagen, leicht überredet haben, weiterzumachen. Hier sind Fabian und Florian für 2.000 Euro. Leicht überredet ist gut. Leicht überredet ist leicht untertrieben, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Was war denn los, Männer? Ich meine, der Warenkorb, ihr habt doch gut gekocht. Der Warenkorb heute ist eine absolute Bombe. Und ihr wolltet nicht weitermachen. Die 45 Minuten waren so anstrengend. Ja. Vom Kopf her, das war. Man unterschätzt es immer, wenn man vom Fernseher hockt und denkt so, ja, die dreiviertel Stunde, die koche ich hier locker runter. Aber man unterschätzt es total und wir waren gestern einfach total fertig nach dem Kochen. Ja, das war eine schöne Nacht geschlafen. Habt ihr gut geschlafen? Wie ein Stein. Wie ein Stein. Er hat mein Schnarchen abbekommen. Also das war. Also ich nicht. Er hat geschlafen und ich. Du, schnarchst du oder was? Ein bisschen. Okay. Hat die ganze Nacht geschnarcht, oder was? Jo. Oh, Schnarchen. Ja, Herr Hensler. Ja, Herr Hensler, ja, ne? Genau, so läuft das. Schnarchen ist nervig, ne? Ja. Also, wenn jemand schnarcht, das ist das Letzte. Also, ich bemühe mich ja schon und habe extra versucht, auf dem Bauch zu schlafen, aber ich werde mich da nachts wahrscheinlich irgendwann mal umgedreht haben und dann habe ich volle Leute abgekriegt. Ja. Ah, okay. Was ist denn, wenn ihr heute verliert, ne? Was muss ich denn vor euch dann tun, bist oder? Du schuld. Dann bin ich schuld, ne? Ja. Obwohl, Frank hat euch auch ein bisschen bearbeitet, ne? Das stimmt, aber der Haupteck ging schon von dir aus. Also oh, okay. Sollten wir heute wirklich verlieren? Teelöffel? Teelöffel? Sieht schlecht aus. Aber nimm's einfach einen halben Esslöffel. Alles klar. Ne? Also was muss denn passieren? Muss ich dir, das Geld ist ja geplant für den Junggesellenabschied auf Mallorca. Genau. Ich sag mal, ein, zwei Sangria, einmal geht dann auf mich. Also dann lasse ich mich natürlich auch nicht lumpen. Ne? So, jetzt. Da kommt der Gang an der Hand.
Dankeschön. Ja, ja. Nein, das kostet eigentlich, weißt du, was du sagst, hier einmal kostet auf Mallorca? Keine Ahnung. Also ich war als kleiner Junge mal mit eher so Familienausflug. Ja. Aber so zum Party machen war ich jetzt noch nicht, da ist er der bessere Ansprechpartner. Au. Er kennt die Preise, er ist da Stammgast. Ich? Oh. Du Stammgast? Nee. Schinkenstraße, rauf und runter, oder was? Eine Lüge. Okay. Nee, ich war, also zweimal war ich schon, ja. Man muss alles mitgemacht haben, ne? In seinem Leben. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber bist du auch der Organisator des Junggesellenabschieds, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Macht er das oder ist er noch sicher? Na, also er hat schon ganz, ganz gute Chancen auf dem Posten. Ja, ne? Ja, ne? Doch. Ja, aber wird er auch Trauzeuge? Er hat gute Chancen auf diesem Posten, ja. Sehr gut. Oh, jetzt live im Fernsehen. Ja, komm. Die Wirklichkeit. Fabi, willst du meinen Junggesellenabschied planen und mein Trauzeuge sein? Ja. Hey. Hey, siehst du? Läuft. Schön. Ja, lass mal hören. Was gibt's denn heute Leckeres? Wir fangen mit einem Spinatsalat an. Ja. Deswegen haben wir uns auch im ersten Quiz den Balsamico gewünscht, den wir ganz gern ganz schnell hätten. Aha. Machen das Ganze aber dann mit ein bisschen Erdbeeren, also so ein bisschen was Fruchtiges mit rein. Die Erdbeere nicht fürs Dessert, sondern für den Salat. Genau, genau. Das ist mal eine schöne Idee. Finde ich gut. Wird versucht. Ja. Dann machen wir auch das Lammcurry. Ja. Wir machen das Ganze aber nicht mit dem Kartoffelpüree oder irgendwas, sondern mit Fächerkartoffeln. Die haben wir jetzt schon im Ofen drin. Bisschen Olivenöl, Rosmarin und grobes Salz. Mit diesem Drilling? Genau. Was gibt's als Dessert, Fabi? Ein Krümelküchlein. Ah, was ist das denn? Nicht dran. Ja, also wir machen jetzt erstmal so Muffins. Ja, bevor und dein Finger weg ist, gehe ich da mal kurz dran. Muffins, dann, ja. Bist du multitasking-fähig? Zuhören und schneiden kriegen noch ja? Hin, ja. Okay, gut. Danke Muffins für die Frage, ja. Und wollen die dann aushöhlen? Ja. Und mit ein bisschen Quark, Creme füllen. Ja. Und dann obendrauf das Ausgehöhlte wieder als Krümel drüber streuen. Wow, nicht schlecht. Gute Idee. Jetzt weiß ich nur nicht, wenn du da bist. Ja. Ist der Teig zu fest? Noch ein bisschen Milch rein? Nö. Macht einen ganz guten Eindruck. Gut, ne? Auch geschmacklich. So, guck mal, das bleibt Pfeffer. Das brätst du nebenbei an. Lässt du für die Soße einfach aufkochen. Das ist klasse. Und dann bei wie viel Grad in den Ofen? Das Lamm? Habt ihr schon eingestellt in den Ofen? Nee, würden wir dann jetzt dann tun. Beziehungsweise ich würde es oben bei den Kartoffeln ein bisschen mit rein tun. Mit 225 auf keinen Fall. Okay, nee. Dann eher unten bei den Küchlein mit rein? Dann eher bei den Küchlein mit rein. Okay. Oder das Lamm schön, du schön in der Pfanne braten. Die Kartoffeln brauchen nur 10 Minuten, dann kannst du damit mit der Hitze runtergehen. Okay. Machen wir so, ne? Danke. Jetzt aber schnell zur ersten Quizrunde. Ich habe einen neuen Balljung. Den haben wir schon mal da. Hier ist Henrik. Her mit meinen Quizzutaten. Wie geht's? Gut? Gut. Ja? Ja. Alles Paletti? Ja. Läuft? Ja. Was macht die Schule, Henry? Gut. Gut? Sag mal, welche Klasse bist du nochmal? 1b. 1b. Welche Fächer hat man in der ersten Klasse? Mathe, Deutsch, Englisch. Ach, echt? Zu der ersten Klasse Englisch? So, you talk English? No. Yes? No? Not so much, ne? Aber komm mal rüber. Sag mal, was gibt's denn für die Frauen? Kennst du das? Eine Orange. Genau. Und für die Männer? Guck mal hier. Basilikum. Nee, Balsamico. Balsamico. Müssen wir probieren, das ist ein Essig. Der ist aber relativ, muss man Finger, nee, nicht trinken, man macht lieber mit dem Finger einmal. Dann merkt ihr, das ist ein bisschen süß, ein süßlicher Essig. Ja. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Henry, mein Bester, vielen Dank. Und wir kommen jetzt, ich muss mal lieber nachgucken, zu unserer ersten Quizfrage. Und zwar, die Hymne welchen Landes ist hier zu hören? Ist das zu fassen, ey? A, Ukraine, B, Dänemark, C, Frankreich, D, Niederlande. 10 geschmeidige Sekunden ab jetzt. Ja, ja, 5 Sekunden noch. So, rechtzeitig drücken. So, das war's. Einfüllen. Der hier vorne aus dem Publikum, kommen Sie einmal zu mir. Ja.
Hallo? Hetzler? Lindner. Lindner? Ja. Vorname? Dieter. Dieter Lindner. Gerade die Hymne war 3-4 Sekunden. Was kam aus deinem Mund laut und deutlich raus? La France. La France. Woher wusstest du das oder sie das? Ich habe da mal gelebt. Hat man gelebt, okay. Ja. Die Problematik in dieser Sendung ist die Quizfragen. Ja, ja, ja. Ich hab's also beim Vorsagen vielleicht ein Tick leiser. Das ist nicht gleich so. Frankreich! Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ich werde ein Auge auf Sie haben. Können Sie. Warte ich. Vielen Dank. Alles klar. Gut. So, Männer. Was habt ihr denn gedrückt? Als Fußballfans und die Equipe Tricolore, da kennt man die Hymne, glaube ich, ganz gut. Ja, sicher. Genau. Meine Damen. D. D. Wie laut soll er noch brüllen? Ich meine. Das hat ihn nebenan draußen gehört sogar. D. Es war natürlich C. Frankreich. Ja. Meine Damen. Kann ja gefällt, die wichtige Orange. Habt ihr sie nur einmal im Quiz? Ja, gebrannt. Hä? Ja, macht nichts. Macht nichts, aber nee. Es gibt ja hier euer pochiertes Ei, ne? Oh Mann, ich meine, damals war das so eine Vorlage von Dieter, ne? So schön vorgelegt. So, meine Herren, Balsamico für Dressing. Genau. Hast du das Lamm auch ein bisschen gesalzen? Gesalzen und gepfeffert. Sehr schön, gut. Dann kommen wir zu unserer ukrainischen schnellen Nummer. So, ja, jetzt hat man so einen leichten, wie soll ich sagen, bringt ein Grinsen mit sich, wenn man sagt, ukrainische schnelle Nummer. Okay, aber ich weiß auch nicht, warum. So. Ich denke da nur an Lothar Matthäus, ansonsten nichts. kommen wir, hallo. Wow. Das kochen wir heute. Und zwar eine Bortsch nach Art Ukraine. Hier ist das Rezept. Machen Sie sich jetzt, wenn Sie Mediathek gucken, einen Screenshot. Buff. So, dann haben Sie das Rezept. Hier ist der zweite Teil noch. Rat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 . Buff. Auch so. Was wir brauchen ist Fleischbrühe, Rindfleisch, Weißkohl, Kartoffeln, Speck, rote Beete, Tomatenmark etc. Wir haben hier einen Topf. So, und da wird jetzt Weißkohl, der kommt jetzt in diese Fleischbrühe. So. Und die Kartoffeln, die kommen da auch rein. Und das Ganze wird einfach gekocht. So. Viel mehr passiert da nicht. Dann brauchen wir noch eine Pfanne. So, oh, die haben wir ganz unten. Oh. Eieieiei. Ach, die Leute lassen auch nichts aussehen. Die Damen sind heute sehr sarkastisch, muss ich sagen. Da passt aber ein ukrainisches Sprichwort drauf. Wir haben extra aufgeschrieben. Und zwar, wenn der Teufel machtlos ist, schickt er seine Frau. Das ist wirklich ein ukrainisches Sprichwort. Wenn der Teufel machtlos ist, schickt er seine Frau. So, wir machen jetzt weiter. Und zwar müssen wir jetzt Karotte und rote Beete raspeln. So, das haben wir hier. Jetzt schön hier über die Reibe. Dort dauert ein bisschen lang. Nehmen wir jetzt gleich beide. So. Dazu kommt dann noch rote Beete und Speck. Den Speck raspeln. Upsala. Den Speck raspeln wir allerdings nicht, sondern schneiden ihn fein. So, komm mal her. Ah, Gott. Aber ich sage Ihnen eins. Karotten raspeln ist immer noch interessanter als irgendeine Liebesgeschichte bei Sturm der Liebe. Glauben Sie es mir. Ja. Genau. Ja. Und rote Beete, das ist wie ein Finale, sag ich mal. Ne? Das ist der Hammer. Und jetzt gucken Sie gleich die Farbe an, die da unten, wenn ich das Ding jetzt hochnehme. Rote Beete, rot und orange gemischt. Passen Sie auf. Oh. Mann, ey. Es sind die einfachen Dinge im Leben, die Spaß machen. Ja, ist so. Dann dazu jetzt hier Kollege Speck. Den müssen wir in Streifen schneiden. So. Das reicht auch nicht zu viel. Und das Ganze wird jetzt angeschwitzt. Wo haben wir? Ein bisschen Öl? Haben wir nicht. Gehen wir mal zu den Kandidaten. Leihen uns einen kleinen Schuss Öl aus. So.
Jetzt Pfanne richtig anfeuern. Dann kommt Speck da rein. Oh. Der Speck ist in meine... Komm raus da. So. So. So, wenn Sie das gegessen haben, merken Sie gar nichts mehr, ja? So. So, Speck rein, rote Beete, Karotten, alles anschwitzen. So, wir gucken, wenn der Speck in die rote Beete kommt, dann einige Minuten andünsten. Dann Tomatenmark, Zucker und Essig hinzufügen und weiter dünsten. Ich würde dann diese Dunstpause nutzen wir aus für die zweite Quizrunde. Henry, mein Bester, Zutaten für die zweite Runde, bitte. So. Und bleib. Der flirtet genauso gerne mit den Hostessen wie der andere, ja? Unfassbar, ey, die Jugend von heute. Ja, da kommt er. Guten Tag. Da bist du ja wieder. So, die Mädels sind hübsch hier, ne? Ist dir auch schon aufgefallen, ne? Wie alt bist du? 7 bist du, ne? Ja. Alter, wirst du dieses Jahr noch 8, oder? Ja. Wie ist denn so in der Klasse, in der 1B? Gibt es da auch ein paar hübsche Mädchen, oder? Ein paar. Ein paar? Ja. Und in der 1A, wie sieht es da aus? Ne? Weiß ich gar nicht. Weiß ich, ist doch nicht so interessant, ne? In deinem Alter, was guckt man eigentlich jetzt im Fernsehen? Welche, kennst du Tom und Jerry? Ja. Guckst du sowas noch? Oder guckt man nur Ben 10 oder sowas? Ja, eigentlich schon. Darfst du nicht schon gucken, das ist manchmal so mit Monstern und so, ne? Sag mal, wie lange darfst du eigentlich aufbleiben? Bis 8. Und dann musst du ins Bett, oder was? Ja. Kannst du ein bisschen lesen und so, oder musst du um 8 Uhr gleich Licht aus? 8 Uhr gleich Licht aus. Hast du eine Taschenlampe zum Gucken? Mhm. Gib ich dir mal einen Tipp. Taschenlampe oder das kannst du schön unter der Decke noch ein bisschen lesen. Bis 8:30. Ne? Aber nicht Papi sagen, ne? Geh schnell lieber. Ja. So. Machen wir mal geschmeidig. Zweite Quizrunde. Die Männer wollten auch nochmal sicher gehen. Nochmal Balsamico. Die Frauen haben jetzt frischen Ingwer. Und die zweite Quizfrage wird nicht von mir gestellt, sondern vom Koch der deutschen Nationalmannschaft, Holger Stromberg. Holger, lass hören. Hallo ins Studio, hallo Steffen, hier bin ich wieder mit meiner heutigen Quizfrage und die lautet, womit kann man insbesondere Bastian Schweinsteiger eine große Freude machen? Ist es A. Grießbrei, B. Schokopudding, C. Milchreis oder D. Käsekuchen? 10 Sekunden ab jetzt. Was mag Schweini gerne? Grießbrei, Schokopudding, Milchreis oder Käsekuchen? Meine Herren? C. C. Milchreis. Jo. Wie kommst du darauf? Milchbubi. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Meine Damen, was habt ihr? C. Auch Milchreis. Mhm. Wie kommt ihr darauf? Das wäre mal geraten. Geraten? Na dann würde ich sagen, Holger, löst bitte auf. Die richtige Antwort lautet C, Milchreis. Nicht nur am Spieltag kann er da nicht drauf verzichten. Ich würde sagen, wenn er irgendwann mal vor Ihrer Haustür klingelt, setzen Sie einen Reis auf, ein bisschen Milch dazu, kochen Sie ihm lecker Milchreis, dann ist er glücklich. Oh. Frischer Ingwer, meine Damen. Wofür? Ein bisschen für die Nachspeise und ich für alles. Für die Soße. Alles klar, schön. Männer, noch mehr Balsamico. Ja, jetzt wäre uns die Orange lieber gewesen von der nächsten Runde oder die Limette. Tja, man kann sich nicht immer aussuchen. Ne? Denk dran, Lamm muss noch in den Ofen rein. Ne? Genau. Die Kartoffeln, rein. Was meinst du? Ich guck mal kurz nach. Wer hätte das gedacht, dass Schweinsteiger, so ein richtig harter Fußballer, gerne Milchreis isst, ne? Oh. Flo, ja? Die Fußballer von heute, ja, ich weiß auch nicht mehr, was mit denen los ist. So, wir schauen mal die Kartoffel. Wir nehmen mal eine, können wir mal machen, ne? Klar. Machen wir gleich mal einen Test. Ja? Ja. Super. Gut. Aber nicht zu. Okay. Jetzt müssen wir nur. Halten wir vor allem. Guck mal nach den Muffins, Flo. So, ja. Hau mal Berg rein. 180. Berg rein. Rein in die Mitte. Lamm her. Lamm her zum Herrn, vom Ofen. So, das half. So, rauf damit. So sieht das gut aus. Schauen wir hier.
Sehen Sie hier, schön. Also, wenn Sie jetzt, bei mir ist die 9. gebrochen, muss ich vorstellen. Das ist jetzt ungefähr von oben zählt die hier. Die wäre das, ja? So, das Lamm ist auch relativ roh, deswegen lassen wir mal. 200 Grad jetzt, wir heizen mal richtig ein. Bisschen Auge drauf haben. Okay. Okay? Aufpassen, das ist alles sehr, sehr heiß da. Wie läuft es sonst bei euch, Männer? Ja, läuft. Das nenne ich mal Zuversicht. Nee. Alles gut bei euch? Wir haben noch knapp über 17 Minuten. Vorspeise ist soweit fertig. Habt ihr die Marinade denn mal zum Probieren? Ganz links. Da. Ganz links. Okay, warte mal. Das, oh, ich muss ja gleich mein Bordchen noch fertig machen. Eieiei, hab ich mir vergessen. Da war auch noch was. Zu ölig? Nö. Aber? Nicht schlecht, nicht schlecht. Da könnte noch ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen Pfeffer könnte noch rein. Okay. Ein ganz ditscher Senf noch rein. Okay. Dass du ein bisschen so abbindest. Ansonsten geht's aber in die richtige Richtung. Du darfst halt, musst eine Prise Zucker noch. Eine ganz, ganz Prise, oder? Ansonsten ist es eine schöne Vinaigrette. Krass. Gut, danke. Gut. Immer gern. Jetzt hier, Achtung. Borsch-Alarm. Und zwar, wir kommen zurück zu diesem wunderbaren Rezept. Wo habe ich das denn wieder hingelegt? So, wie geht das denn überhaupt hier? Jetzt kommt Tomatenmark dazu. Das rösten wir jetzt schön mit. Zucker und Salz zum Abschmecken. So. Dann dieses Zuckerchen. Zuckern jetzt hier schön mit rösten, ne? Oh, ist das ein feines Gericht. Ich meine, ich war aber auch bei der polnischen Woche überrascht, wie lecker das alles schmeckt. Muss man wirklich mal sagen. Ist alles sehr deftig, alles sehr kräftig, aber das hat alles gut geschmeckt. Das muss man einfach mal sagen. Das Ganze wird jetzt mit einem Schuss Essig abgelöscht. So. Möglichst nicht einatmen. Weiche von mir, Satan. So. Und jetzt das gewürfelte Fleisch hinzufügen. Welches gewürfelte Fleisch? Hier fehlt Fleisch. Das fehlt in den Zutaten. Hier sollen 200 Gramm Rindfleisch gekocht und gewürfelt rumliegen. Henry, würdest du mir bitte mal das Fleisch bringen? Kann ja wohl nicht sein. Ist ja wohl hier. Ist ja, hier werde ich jetzt schon gemobbt. Nicht nur, dass sie mir eine Rippe brechen, ja? Jetzt werden wir gemobbt. Liebes ZDF, eine einfache Mehl, dass ihr mich nicht mehr haben wollt, reicht mir. Ja, ich merke das schon. Ich bin hier nicht mehr beliebt in dem Laden. Möchtest du einmal die Rotweinsoße testen? Einmal die Rotweinsoße testen? Ja. Gerne. Soll ich einen Knicks dabei machen? Nee. Okay. Was ist denn da alles dran? Also Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch. Du siehst schon mal hier, ich zeige das nach Hause. Das ist jetzt schon sehr, sehr fettig. Das Fett setzt sich schon an der Seite ab. Ist fast so ein bisschen geronnen. Mal gucken, geschmacklich schauen wir mal. Geschmacklich ist es nicht schlecht. Was geschmacklich ist nicht schlecht. Butter? Was du jetzt machen musst, ist, ich würde an deine, wie Butter, nee, nicht noch Butter rein, okay. Nein. Da ist schon genug Fett. Du kannst das jetzt ein bisschen hier außen mal so stehen lassen, im Moment ein bisschen abschöpfen. Siehst du das hier? Mhm. Das ist ja fast pures Fett. Davon würde ich mal ein paar Löffel rausnehmen. Okay. Vielleicht einen kleinen Schuss Fond danach und noch einen Schuss Rotwein rein. Mhm. Noch ein bisschen kochen lassen, weil geschmacklich ist es eher so Rotwein-Schalotten, würde ich sagen. Siehst du hier? Ja. Du kannst dann hier so ein Ganzen machen mit diesen Rotwein-Schalotten. Mhm. Aber der Sud, das siehst du hier, das ist einfach ein Ticken zu fettig. Okay. Einfach jetzt im Moment so stehen lassen, dass das Fett sich in Ruhe absetzt. So. Das macht Frank auch mal. Lehnt sich immer in die Tür und dann geht alles in den Bauch rein. So. Und dann hier so und das einfach weg. Noch eine Schüssel. Genau, einfach da rein. Wartet einen kleinen Augenblick, immer hier so oben lang und dann immer rausnehmen. Da kann ich Ihnen zu Hause jetzt auch schnell einen Trick zeigen. Und zwar, wenn Sie mal eine Soße kochen, da haben wir das Küchenpapier und Sie haben so einen riesigen Topf und oben ist so ein dünner Fettfilm. Und das kriegt man mit dem Löffel nicht weg. Dann nimmt man Küchenpapier, ich zeige Ihnen das mal. Hier so als Beispiel, legt das oben drauf, weil das saugt sich ja nur mit der oberen Schicht voll, so, zack. Und können Sie jedes Mal hier so das Fett immer abnehmen. Kleiner Tipp vom Hänsler nebenbei. Okay. Ja. Steffi? So, haben wir Fleisch oder haben wir kein Fleisch? Das soll doch ein pochiertes Ei sein, oder innen noch
Ein pochiertes Ei wird doch eigentlich im Wasser pochiert. Ich habe es in Öl gemacht. Du hast es in Öl gemacht? Mhm. Aha, also ein Spiegelei auf gut Deutsch. Also pochiert ist das nicht, ne? Okay. Das ist ein gebratenes Ei. Mhm. So, pass auf. Aber du kannst es auch so gerne machen, aber es ist halt kein pochiertes Ei. Ich sag halt, das ist Ei. Okay. Heute ist ohne Fleisch vegetarisch. Ah! Okay. Danke, Henry. Gut. Okay. Alles klar. Also, dann heute kein Fleisch, nur ein bisschen Fleischbrühe. So, wie wäre das denn fertig gekocht? Alles in die Fleischbrühe geben? Ich habe das Rezept doch hier auch noch mal rumliegen gehabt irgendwo, oder? Mal Ruhe nachlesen, ne? Gut, den will Weile haben. Die Teams sind ja eh ganz gut drauf. So, Weißkohl haben wir. Alles nicht. Ach, alles in die Fleischbrühe geben, alles klar. Da kommt das jetzt auch hier rein. So. Hinein dazu. Dann die 200 Gramm gewürfeltes Fleisch. So. Schön durchrühren. Alles klar. Aha. Das. Ja, Sie lachen. Meinen Sie, im Ostblock gab es immer Fleisch früher? Nein. Der Kalte Krieg und so weiß Bescheid, ne? Da gab es auch mal ohne Fleisch. Ist auch ohne Fleisch lecker. So, wie wird das jetzt fertig gemacht? Mit Bomben fein gehackter Petersilie und saurer Sahne. Dann machen wir das mal. Oh, Petersilie ist sogar da. Welch Wunder. Super. So. Kannst du kurz unseren Lamm mal gucken? Brauche ich nicht, das brauche ich noch. Mach wieder Start, ne? Ja, okay. Habt ihr stark gedrückt? Ja. Gut. Okay. So. Petersilie. Und jetzt richte ich mal so einen schönen Teller an. Ich hole mir mal eben von den Kandidaten einen Suppenteller. So. Dann habe ich jetzt hier natürlich keine Kelle drin. Hm. Gehe ich wieder hier hin. So. Erwähnte ich schon, dass ich gemobbt werde. Fällt Ihnen das langsam auch auf? Fällt Ihnen das langsam auch auf? Jetzt hier. Bon. Schön da drauf. Schön mit Soße, mit Suppe. Dann machst du saure Sahne. Meistens Gerichte in Polen immer so ein bisschen saure Sahne mit drauf. So. Und schön Petersilie. Und wir haben eine ukrainische Borsch ohne Fleisch. Guten Appetit. Was hat er gesagt? Sag mir, durchziehen. Nee, nichts. So. Für doch, für den. Jetzt gucken wir mal kurz nach dem Lamm. Kleiner Butter. So. Habt ihr die Hitze wieder runtergenommen? Nein. Klar. 180, ja. Hier ist 150 auf einmal. Wir haben noch wie viel? 9 Minuten. Vollgas. Vollgas. Ja, wir lassen mal drinnen. Wir sind auf 160 wieder hoch. Okay. So, Männer. Bitte? Wird es reichen? Ja, ja, wir gucken gleich noch mal nach. Okay. Ganz entspannt. Zwei Eimer Sangria hast du doch schon sicher, Alter. Entspann dich doch. Relax doch mal ein bisschen. Keep cool. Für unsere dritte Quizfrage. Wo ist Henry, mein Bester? Komm zu mir. So. Sehr schön. Oh. Jetzt kannst du wieder sagen, mal gucken, das weiß er. Männer? Das ist Orange. Sehr gut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was wollen die Frauen haben? Muskatnuss. Wow. Hallo. Guck mal da oben, ganz oben, letzte Reihe, rechts außen. Oben. Guck mal da, sieht ganz niedlich aus, ne? Sieht ja ganz nett aus, ne? Willst du noch vorbeigehen? Nee, du musst noch arbeiten. Nein, 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 nein. Komm. Du musst noch arbeiten. Nur arbeiten. Ne? Also, für die Frauen Muskatnuss, für die Männer Orange. Hier ist unsere dritte Quizfrage. So, und zwar haben wir Becherovska. Ist ein tschechischer A. Kräuterlikör, B. ein Topf, C. Hefeteiggebäck oder D. Kartoffelsalat. 10 Sekunden ab jetzt. Ich
So, meine Herren. Was habt ihr gedrückt? Wir haben A gedrückt, den Kräuterlikör. Ja, wieso? Es gibt ja Kaipirovska schon dort, wo dann Kaipirin ja quasi mit Wodka gemacht wird und so Zeugs. Deswegen vielleicht in der Tradition irgendwie. Aha, okay. Meine Damen, was habt ihr? A. Kräuterlikör. Ja. Schmeckt lecker. Schmeckt lecker. Ja. Kennst du? Mhm. Ist ja interessant. Ist auch richtig. A. Kräuterlikör, ja. Hier haben wir ihn. Unser Becherowska wird nach einem geheimen Familienrezept von 1807 aus Karlsbader Wasser, qualitativ hochwertigem Alkohol, natürlichem Zucker und einer harmonischen Mischung aus Kräutern und Gewürzen hergestellt. Er reift im Eichenfass, sein Geschmack ist bittersüß. Ich werde mal testen. Oh, bin schon ein bisschen besoffen. Hier. Dankeschön. Muskatnuss, Männerorange. Die Zeit läuft weg. Henry, vierte Quizrunde. Nicht flirten. Vielen Dank. Hast du mal nach oben geguckt? Nicht nach da oben. Aber jetzt ist auch mehr so auf. Was heißt, hast du Bock auf Autos? Nö. Was hast, auf was? So Actionfiguren? Nö. Hast du ein Poster bei dir im Zimmer hängen? Nö. Okay. Hast du Fußballbettwäsche? Nö. Auch nicht? Hängt ein Pferd bei dir irgendwo an der Wand? Nee, ne? Nö. Cool. Was hast du noch? Was machst du noch so? Was spielst du? Ein Matchbox-Auto? Nö. Okay. Guckst du den ganzen Tag Fernsehen oder was? Bisschen. Bitte, was machst du denn sonst, wenn du spielst? Was spielst du denn gerne? Fußball manchmal. Oder was wünschst du dir zu Weihnachten? Fangen wir mal, ist ja bald. Ist ja nicht mehr lange hin. Ein halbes Jahr noch. Eine Wii. Ach hier, was zum Daddeln an so eine Spielkonsole. So eine Xbox Wii, okay. Ach, bist du... Alles klar. Hast du schon einen Computer? Nö. Aber für meinen Vater habe ich ein eigenes Programm. Hast du ein... Also du kannst schon am Computer sitzen, ne? Boah, Programm, ey. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, ja, ne? Ich glaube schon. Wir sehen uns morgen wieder. Stimmt. Vertrau mir. Henry, ich sage vielen Dank für heute und wir sehen uns morgen wieder. Bei Junge Henry. Dann kommen wir mal zur vierten und letzten Quizrunde. Die Frauen hätten gern Schokolade, die Männer eine Limette. Hier ist unsere vierte und letzte Quizfrage. Und zwar... Wie hoch sollte der Anteil der Kohlenhydrate bei normaler Ernährung sein? Angaben in Prozent, bitte. Ich überlege gerade. Wie hoch sollte der Anteil der Kohlenhydrate bei normaler Ernährung sein? 10 oder 15. Drück von unten hoch. Keine Ahnung. So. Rechtzeitig schreiben, damit die Zutaten noch Sinn machen. Wir haben noch 4 Minuten Zeit übrigens. So. Mega gut. Mal gucken. So, Zeit muss sein. Ah, die Mischung macht. Die Männer sagen 12%. Was haben wir bitte, was die restlichen 88 sind? Bitte? Was sind die restlichen 88? Oh, keine Ahnung, ich bin gerade auf D, deswegen verzichte ich normalerweise komplett auf Kohlenhydrate. Ah, okay. Also bei normal sagen die Männer 12, die Frauen sagen 60%. Und richtig jetzt 55%. Damit die Frauen. Et voilà. Also die Silke. Wo willst du denn schon wieder hin? Ich wollte schon anrichten, aber ich weiß ja gar nicht, auf welcher Seite. Ne? Ja, ne? Wollen wir erst mal gucken, auf welcher Seite. Ne? Und braucht ihr die Schokolade hier noch fürs Dessert? Ja. Als. Du? Hm. Ja. Gut, okay. Dann schauen wir, ob es schwarz oder weiß wird. 3, 2, 1. Mädels, ihr richtet an auf weiß. Das heißt für euch links. Mhm. Da. Ich verstehe. Ich meine ja nur. Nur zum Sichergehen. Meine Herren, ihr seid auf der rechten Seite, schwarz. Alles klar, danke. Sehr schön. Dann gucken wir uns das Dessert noch mal schnell an.
So ein Kuchen mit so ein bisschen Zucker, Erdbeeren, oben drauf Schokolade. Schönes Dessert. Sehr gut, Leute, ja? Sollen wir das Fleisch raus? Genau, sollen wir her? Holen wir das Lamm mal raus. So. Zack. Könnte, na, was? Mach mal schnell auf, schneid mal schnell auf. Schnell auf. Schneid mal eine Scheibe ab hier außen. Dann gucken wir mal. Es könnte ein Tick roh sein. Muss aber nicht. Oh, da ist der Knochen. So, komm mal her. So. Pfanne aufsetzen. Pfanne. Pfanne. Und dann noch mal richtig kräftig anbraten. Dann eine Pfanne oben drauf setzen, okay? Okay. Ich sag mal so, wenn wir das jetzt aufschneiden, guck mal hier, seht ihr das? Das hat auch einen richtig rohen Kern. Mhm. Eine Möglichkeit gibt es eigentlich nur noch. Hier, für Sie zu Hause auszugucken. Da, richtig hoher Kern. Einzelne Scheiben kurz anbraten auf dem Teller, okay? Ja. Feuer geben. Oh Gott. So, Männer, wo ist euer Fleisch? Hol mal Fleisch raus. Letzte Minute. Fleisch raus, Fleisch raus. Das haben wir her, damit Fanny mal gucken kann. Letzte Minute beginnt. Ab. Fleisch, Fleisch, Fleisch. So. Schnellchen, schau mal her. Pecorino, Pecorino. Pecorino. Wo ist der? Wo ist der Kopf? Ja, euer Fleisch ist okay. Das hier, danke. So, fertig werden. Genau. Schön runterhacken. Schau mal her. Ah, aber so ein leicht hohen Kern. Mal her hier. So. Man hilft ja, wo man kann. Los, 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 los. So. Kartoffeln, Soße. Die zwei Stücken sind hier. Die zwei Stücken, die hier liegen. Die? Die zwei. Hopp, auf damit. 10 Sekunden, ab nach vorne. Dann kommt Soße rauf. Komm, komm, komm mit. Komm mit. 8, 7. Rest vorne. 5, 4, 3, 2, 1. Deckel drauf. Die Soße war nichts, ne? Kurze Kontrolle. Hast du den Speck auf dem Salat? Alles da. So. Vergessen. Mann, 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 Mann. Meine Herren, was war? Stress. Stress? Deswegen, das, weswegen wir heute nicht mehr kommen wollten. Was habt ihr denn für ein Gefühl heute? Zu viel vergessen. Hä? Zu viel vergessen. Zu viel vergessen? Auf dem Hauptgang fehlt der Romanesco so ein bisschen. Auf ja, was steht da nicht drauf? Der Schwarzwälder Schinken ein bisschen. Ja, mal gucken. Was sagt ihr, meine Damen? Auch so ein bisschen, ne? Dann wollen wir ihn mal reinholen. Hier ist das fehlende Stück Fleisch für meine Bosch. Hier ist Frank Rose Rosin. Hallöchen. Grüß euch. Ja. Wunderbar. Ihr seid ja gut drauf. Ja? Guckt euch das mal an. Hallo. Steffen. Alter. Ja. Alles Paletti oder was? Bitte? Alles Paletti? Ja, alles gut. Schön. Ja, Hauptsache lecker haben die an. Das sind ja deine T-Shirts, ne? Oh, hallo! Hast du gar nicht mehr? Das ist das eine Bratwurst, ey. So, was essen wir denn hier? Spinatsalat. Mit etwas Parmesan oder Pecorino. Ja, sehr schöner Salat, wunderschön abgeschmückt. Das mit der Erdbeere, das ist natürlich immer so ein Experiment. Aber selbst ich habe hier in diesem, ich sag mal, wundersamen Haus des Kochens mitbekommen, dass Erdbeere und Hartkäse sehr gut miteinander harmoniert. Dann noch etwas erdiger Geschmack durch den Salat. Das Ganze muss man dann natürlich, ich sag mal, so abschmecken, dass der Essig in dem Dressing die Erdbeersäure nicht übertüncht, sondern dass es eine Symbiose gibt. Ja, also von daher immer aufpassen mit der Säure, wenn Früchte dabei sind, damit die Früchte nicht von der Essigsäure kaputt gemacht werden, wie ich hier in der Sendung vom Steffen. Keine Sorge, ich werde mittlerweile auch gemobbt. Verstehe ich gar nicht. Schöne Vorspeise.
So, was haben wir denn hier? Spinatsalat mit... Was ist das denn hier? Entschuldigung, boah, jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Gut, dass ich mich nur gesammelt habe. Ah, so, also das Ei ist völlig im Arsch. Das sieht so aus, als wenn das irgendwo in so eine Fritteuse gelandet wäre. Ja? Also Kinder, da muss man mit ein bisschen mehr Gefühl arbeiten. Ein Ei, gerade ein Spiegelei, ist was ganz Wunderbares. Denn man hat das Eiweiß und dann das Eigelb, das ist ja Fett. Ja? Und dann in Verbindung mit Salz und Pfeffer und mit dem Salat, dazu Speck und Zwiebeln, hätte das eine sehr schöne Vorspeise werden können. Im Zuge dessen, dass ich natürlich auch hier so einen Schinken sehr gerne mag. Mmh. Crunchig dabei. Schön, das ist so eine Brunch-Geschichte. So Vorspeise, Mittagessen, also Breakfast, Lunch. Und dann würde das sehr gut passen. Schöne Latte Macchiato dabei, zwei schöne Schicksen nehmen, ne? Dann wäre alles gut. Ist aber nicht. Von daher schwarz ein vor. Oh. Oh. Lammkarree mit Kartoffeln. Das sind kleine Drillinge, nennt man das. Das sind kleine Kartoffeln, die man mit Schale essen kann. Natürlich kann man jede Kartoffel mit Schale essen. Eben auch, weil es gesünder ist, weil in der Schale die ganze Power drin ist. Diese Schale ist so dünn und so fein und auch so sauber, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt haben die Kandidaten das hier schön in Fächer geschnitten. Ganz schön wäre jetzt gewesen, wenn man etwas mehr Salz drauf gegeben hätte. Dann wäre natürlich hier diese erdige Kartoffel mit dem leichten Crunchy und so richtig, richtig Porn-Style. Aber nein, geht auch so. Mmh, das Lamm ist zart. Oh. Das ist die Soße hier. Das sieht aus, als wenn das war, was der Rest noch der in dem Gulli war. Also hier. Mmh, das schmeckt aber auch. Also das ist auf jeden Fall keine Soße. Das ist irgendwie Pfannendreck. Ja, muss man einfach mal Wort, so sehen. Das ist ein schönes Wort. Und von daher kann ich nur sagen, Fleisch gut gegart, Kartoffel witzige Idee. Aber ich bin natürlich ein Soßenfetischist. Ne? Wenn bei der Currywurst die Currysoße nicht stimmt, ja, kann ich ja auch nicht die Schachtel essen. Ne? Also von daher, tut mir leid, also da muss ich erst mal gucken. Lammkarree mit Drillingen an Romanesco. So, so sehen die Dinge aus. Ja, könnt ihr auch mal selber kaufen, ist sehr gesund, kann man einfach kochen oder auch nur im Ofen garen mit ein bisschen Kümmel oder auf dem Salzbett. Streut man Salz auf ein Blech, Kartoffeln einfach drauf und dann garen. Mhm. Sehr gut. Und auch hier wieder. Also, kann das die Kamera sehen hier? Das ist ja Wasser. Ja, besser als Pfannendreck. Oh, Lammkarree, wo ist das ganze Fleisch geblieben? Ne? Hast du das schon gegessen, oder? Nee. Boah, ist ja noch zarter als drüben. Boah, sowas von weich und überhaupt die Qualität des Fleisches, auch mal hier muss man mal sagen, die Damen, die das hier alles organisieren und einkaufen, das ist der Hammer hier, der Hammer. Romanesco. Ja, gekochter Romanesco. Mann, die beiden Gänge sind ja wirklich hier. Entweder ist das Nervosität, ne? Man hat auch mal so einen kleinen Durchhänger. Ne? Ja, die haben natürlich Angst vor dir, ne? Will ich ja wohl hoffen. Ja. Mach doch heute keine Sorgen machen. Zu Hause kriege ich nur auf die Fresse, dann muss ich hier verteilen. Ja. Krümelküchlein. Ein Krümelküchlein. Da wollen wir mal gucken. Da gehe ich hier einfach mal so rein. Da habe ich gar keine Angst vor. Mmh, schöne Creme, schöner Teig, ein paar Orangen hier, Orangen filetieren. Hat man ja gleich mittlerweile gelernt. Ja. Wäre schön, wenn man das Ganze ein bisschen mariniert. Haben sie auch.
Mhm. Marinierte Orangen, schöne Creme, schöner Boden. Also im Zuge des Gesamteindrucks muss ich sagen, ist das hier noch das Beste. Weiße Tarte, Schokolade trifft Erdbeeren. Tarte au Schokolade. Mhm. Oh. Mhm. Das ist ein ganz akkurater Kuchen. Der schmeckt mir richtig gut. Noch besser als drüben. Mmh. Und mit den Erdbeeren zusammen. Mmh. Oh. Affengeil. Wirklich gut. Also Dessert beide wirklich lecker. Auch so von der Deko, jetzt nicht der Burner, aber lecker. Von daher entscheide ich mich für das Leckerere, weil hier mit dem Kompott wirklich super. Dessert schon mal weiß ein vor. Ah. Heißt der Hauptgang entscheidet. Ich meine ja nur. Ja. Liebe, keine Daten zu mir, bitte. Ja, Vorspeise war schwarz ein vor, Dessert weiß ein vor, Gleichstand. Von daher entscheidet der Hauptgang. Hier war Panik. Hier ist nur eine Scheibe. Hier ist das Stück nachgebraten worden. Die Tranche ist nachgebraten worden. Die Kartoffel, die Soße lieblos. Der Romanesco, das kann meine vierjährige Tochter genauso. Schwarz hat gewonnen. Lala, wow, 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 wow. Das war aber knapp. Mädels. Das war knapp. Meine Herren, 2000 Euro gehört euch. Ich brauche euch gar nicht fragen. Tschüss. Ne? Nein, nein, nein. Ich brauche euch gar nicht fragen. Ich merke das schon. Ja, dann sag ich, herzlichen Glückwunsch für 2000 Euro. Das bedeutet morgen zwei neue Teams. Dieser Warenkorb und Frank Fallendreck Rosin auch wieder dabei. Ich sag vielen Dank für heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Hier kann ich den Wechsel.